So, und der Springer steht ihm halt direkt auf dem Dach, ne? Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ist mir egal. Er wird bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodorus. Die Leibwache ist einfach tot um mir fallen, tot um mir fallen, tot um mir fallen. Diese Leibwache ist einfach tot um mir fallen. Badabadababa. Der bis ich hingerät. Kann mit dem Typ keine Leiter klettern. Also, wie komme ich denn jetzt hier wieder? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich habe doch wo ganz anders geparkt. Mann. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt hier so ein Ägypter natürlich Fettsack mit mir rumtragen muss. Letzte Woche starb unser Bruder Mädchen bei der Arbeit am Tempel. Was jetzt, Bruder oder ein Mädchen? Er war gerade erst Vater geworden. Wird doch da oben auf dem Bash geparkt. Irgendwo in Sicherheit. Bin doch kein Dummi. So, auf mit dir. Der Karawane zieht weiter, der Sultan ist nicht da. Der hat Urlaub beantragt, ist ja wunderbar. Hat er auch mal verdient, kann er machen, warum nicht? Er geht angeln und fängt sich den Fisch. Der Sultan. Geiler Jubel. Macht mal langsam! Verschafft mir etwas Zeit! Ihr macht das schon. Ich werde schon nicht einschlafen. Wer ist denn hier? Ich stehe auf dem Boden rum. So, und da wären wir auch schon wieder. Hey, was hat das zu bedeuten? Ganz einfach, ich habe einen Schreiber aufgebuggelt hier. Habi. Achtung! Ja, Kollege, her mit dir. So. Das ist er. Gut gemacht. Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknupayo in Position. Begib dich zu ihnen und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Ein Schreiber, der sich gut in Karanis auskennt. Eratos, wo ist er? Dieser Name ist mir unbekannt. Verkauf uns nicht für dumm. Bitte, hört auf. Dann rede. Wir brechen deine Finger. Nein. Die Handgelenke. Nein, nicht. Wo ist der Eratos? Rede. Soll ich euch helfen? Ich hab da auch gute Mittel. Ich kann ihn zum Beispiel mal den Fuß entzünden. Sag mal. Triff dich mit den anderen und warte auf meine Ankunft. Treff dich mit den anderen und warte auf die Ankunft. Okay. Ich habe jetzt aber nur noch die Schuppen und Gefahr im Verzug. Ich kann nicht. Na gut. Wenn ich jetzt gerade hier bin, haben wir hier irgendwas von Interesse? Nö. Irgendwo hier hinten wird auch das Krokodil auf uns warten. Eine Gegend, wo sich überhaupt nichts. Mord in die Tempel drin. Das ist eine schöne Strecke hier. Ja, gut, komm, was soll's. Wo hab ich denn geparkt? Da. Rede! Die brauchen offensichtlich noch einen Moment. Lassen wir sie mal. Halt dich zurück ins Städtle da hinten. Nehmen auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Soldaten auseinander.
So wie den da. Die liegen dann immer so schön hier in der Sonne rum. Das ist schon ein ziemlich riesiges Gebiet, was sie hier quasi programmiert haben. Das ist ja schon ziemlich ordentlich. So, jetzt probieren sie mal hier lang. Achtung! Entschuldigung, wo ist denn hier das nächste Parkhaus? Sieg, hallo, Sie, wo ist denn hier ein Parkhaus? Ich habe immer wieder das Gefühl, irgendwie, die sprechen meine Sprache nicht. Na, probieren wir sie mal hier. Wow. Entschuldigung, ich will doch hier nur irgendwo parken. Das kann doch so schwer sein. Ich park jetzt hier. Hier gibt es kein Halteverbotsschild, kein Parkschein, gar nichts. Wird schon gehen. Entschuldigung, ich habe Mission. Bleib zurück! So, was machen Sie denn hier? Was machen Sie hier? Bist du der Philakitai? Ja, bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih. Aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier kein Special. Hast du nicht gesehen? Na gut. Der Zeitpunkt ist sehr ungelegen. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das. Macht mir... Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment, da oben ist noch etwas. Ah. Es ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Heute werden wir unseren Tempel an eurem dreckigen griechischen Gott rächen. Das Blut eures Hohepriesters wird eure Schuld bei Wadjet begleichen für Ägypten, für die Göttin. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philakitai sollte wissen, wo er ist. Der schiefe Turm in Fayum nördlich der Karawanserei von Dionysos. Es gibt es einen Turm mit einem Loch am Fuße. Er muss gestürzt werden, deshalb sitze ich hinter ihm. Doch der Holzbalken scheint nützlich zu sein. Ein Papyrus-Rätsel bei der Gelegenheit mal mitgenommen.
Philoketai, ich habe ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Karanis. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Der Ermordete und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Wir müssen uns beeilen. Biegt er einfach heimlich ab, ohne was zu sagen. Verrückte Hunde. Da, der Hohepriester. Die Männer haben ihn umzingelt. Du musst ihm helfen. Schneller. Geh zum Eingang und warte, bis ich einschreite. Ja. Oder ich bleibe hier und werde Wache halten. Ich war... Ich hab das Ziel in Sicht. Wir hatten vor, mich zu opfern. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Ja, ja, alles sehr interessant. Sehr interessant, wirklich faszinierend. Papa, wer will denn da jetzt was? Wo ich gerade hier bin. Was hast du denn? Ich sah dich beim Philaketai von Karanis. Bist du ein Beschützer? Ja. Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht. Bitte, wir brauchen Hilfe. Ich hab meine Haare verloren. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaketai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Aber kein Stress. Mach dich mal nicht verrückt. Ist alles gut? Was ist denn da passiert? Und überall steht hier dieser komische Grieche rum. Ah, siehst du es den? Und überhaupt, in was für ein Gebiet bin ich? Griechische Statuen hier. Irgendwie bin ich hier in dem Gebiet noch weitgehend unbekannt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es sind noch keine Gerüchte, die von mir an diesen Ort gelangt.